Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! So einen Hut hätte ich auch gerne in echt. Wie so eine Schlafmütze sieht das aus. Ein Triptychon hier? Revelio aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Von Fringo. Wunderstellung. Aha, aha, aha. Interessant. Was Hilfreiches in der Nachricht? Ein Runensymbol. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter. Und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich habe keine Spuren bei deiner Schwester gesehen. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Hast du nicht. Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Revelio. Ich kann jetzt noch irgendwas tun. Nein. Okay. Wir hätten mal Versuch ausporten können, ne? Revelio. So, aber dann gehe ich jetzt eben einmal schnell auf Toilette. Bis gleich. So, dann bin ich wieder. Ich kann auch nur seitlich aufstehen, Marco, weil hinter mir ein Greenscreen steht. Ich kann nur seitlich weg. Es geht gar nicht anders. So. Oh. Ja. Yeah. So. Was müssen wir denn jetzt überhaupt noch machen? Madame Kogawa. Übe in der Nähe der Zinn das Fliegen. Wie soll man das machen? Ach, da müssen wir jetzt mit Deke reden, ne? Na gut, dann gehen wir zu Deke. Aber es gibt auch noch Herausforderungen, habe ich gerade gesehen. Zum Abholen. Zack. Aufträge, gibt es auch irgendwas? Hier, so, okay. Erkundung. Da. Talent, habe ich wieder Talente zu verteilen? Ja, habe ich theoretisch. Verfluchtes Ziel besiegst, wird ein Teil geheilt. Ich glaube, mehrere Gegner levitieren lassen ist auch ganz gut. Machen wir das mal. So. Und dann gehen wir zu Deke. Jo, nur mal kurz killen, okay? Ich bin so froh, Sie zu sehen. Deke ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben.
Dick hat sowas schon mal gesehen. Ich hab mir Neues zu trinken geholt. Dick nennt es einen Schnappsack. Mich jetzt wie ein Pokémon einfangen, oder was? Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Ha, angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat. Dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Wenn ich so drüber nachdenke, sind die Tierwesen vielleicht bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Dick auch. Sehen Sie, der Raum wusste genau, was Sie brauchen. Und zum Glück kann Ihnen Dick zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Kommen Sie mit. Unser erster Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an Dick, wenn Sie bereit sind. So, dann werde ich noch eben einmal schnell looten. Habe ich jetzt neuen Maxima-Trank bekommen? Ja. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt. Dick liebt Ausflüge. Schnell ein Pommel essen. Es war eine dunkle Zeit in Dicks Leben. Dick diente dem grausamsten Zauberer, den er je kannte. Ein schlimmer Wilderer. Dick hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Dick zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Er ist ein Knuddelwuchs. Wir sind da. Dick liebt es, die Wesen hier zu beobachten, besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn Sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Klickmeister, danke für dein frisches Prime-Sub. Vielen, vielen Dank und willkommen in der Leuchtpilzgruppe. Rebellion. Rette einen Knuddelmuff. Nicht fange einen Knuddelmuff, rette einen Knuddelmuff. Geil. Dann retten wir mal einen Knuddelmuff. Wo sind die? Hier. Feuer einfach. Wir haben einen. Ja, yeah. Ich hab noch einen Knuddelmuff. Aber ich snack einfach mal alle weg hier. Jetzt alle Knuddelmuffs weggesnackt? Nein. Da oben sind noch welche. Der bleibt stehen. Ah, das geht auch. Nice. Ich pass auf dich auf. Bringt das eigentlich was, alle Knuddelmuffs zu essen, zu retten? Verlangsamungszauber? Ich habe gar keine Verlangsamungszauber. Ich habe die komplette Höhle hier weggesnackt. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und
Nun, Dick weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Dick ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Dick empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneul vielleicht? Na schön. Wo finde ich einen? Dick weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Dick hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Dick wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Okay, dann müssen wir jetzt so einen Jabberwocky fangen. Rebellion. Hier noch irgendwelche Knuddelmuffs. So, triff dich Beak beim Jobberknoll Dings. Okay. Das ist am Ass of the World da hinten. Du hast Spinnen. Spinnending. Habe ich dieses Lager hier schon ausgelöscht? Weiß ich nicht. Mach's einfach mal. So. Oh. Revelio. Ich bin direkt neben irgendwelchen Wölfen gelandet. Nicht so schlau, oder? Expelliarmus, Confringo, Defindo. Revelio. Oh, was ist hier? Auch noch eine Höhle. Du bist die Platte. Jetzt habe ich aus Versehen den einen Trank genutzt. Ich Depp. Egal. Ah, da sind noch Gegner, der kann ich noch mit dem Maxima-Trank noch ein bisschen nutzen. Okay. Die Tierwesen sind jetzt sicher. Ach, sollte ich hier sogar auch irgendwas mit Tierwesen machen? Rebellion. Explosiv 3, das hört sich gut an. Schnell hier in die Höhle gucken. Das sollte ich untersuchen. Das sollte ich. Rebellion. Tauchen. Okay, eine Teleporttauchung war das. Krass. Cool. Rebellion. Ja, aber was hat der hier hinten gesagt? Die Tierwesen sind jetzt frei. Was meint er damit? Das muss ich noch eben schnell untersuchen gehen. Sind hier irgendwelche Tierwesen? Irgendwie nicht. Na gut. Rebellion. Das hier noch? Dann scheint nur irgendwas kaputt machen, das ist easy. Das können wir machen. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ja.
Privelio. Oh Gott, sind das viele. Alle zu weit weg. Oh, das war's schon. Okay. Ja, aber ich habe ja gar keine Tiere gesehen. Oh, hier sind noch ein paar Opfer. Tierwesen für alle. Ach hier. Incentrum. Lazio. Incentrum. Adveniosum. Incentrum. Lazio. Befindung. Revelio. Jetzt ist Schluss mit der Wilderei. Ja. Yeah. Oh. Find hier andauernd irgendwelche coolen Sachen. Huch. Expelliarmus, Confringo, Defindo, Vidioso, Descendo. Was war er denn für ein Opfer? Also das war echt ein absolutes Opfer, der Typ. Spawned mit dem Rücken zu mir. Revelio. Hallo, Deke. Machen wir weiter? Ja, gut. Deke hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Deke hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Dann rette ich mal einen Jobberknoll. Viel Glück! Deke wird hier warten. Okay. Dann machen wir Levioso auch mal hier noch hin, so. Revelio. Achso, woher weiß ich eigentlich, wie viele Viecher in meinen Sack reinpassen? Kann ich das irgendwo sehen? Weil da stand, ich kann so viele retten, bis mein Sack aufgebraucht ist. Wo kann ich das denn sehen? Levioso. Da muss man sogar mehrmals F drücken, okay? Die sind schwieriger zu fangen anscheinend. Ganz ruhig. Ich tue nichts. Hey. Das lässt doch schön sein. Reden. Levioso. Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Und der hin? Oh, wo bin ich vor allem? Das macht Professor Howe nie. Da kann ich das sehen. Jetzt mache ich hier noch neue Klamotten. Da. Ach hier. Aber hier sehe ich ja nicht, wie viele hier reinpassen. Oder? Achso, nur, ich habe nur so viele, wie hier sind, ne? So viele, wie hier Slots sind. Ah.
Okay. Revelio. Hört mal, rette Tierwesen. Ich habe jetzt auch irgendeine Herausforderung fertig. Das schalte ich dadurch frei. Zauberanweisung, Billywookstock. Okay. Und alle anderen Jabberwockies sind gerade weg. Na gut, dann gehen wir zu Dick zurück. Ich habe einen Jobberknoll gerettet. Dick hofft, dass ihr Jobberknoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Dick weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Dick trifft sie dort. Foxy, du hast immer Ideen. Jetzt müssen wir noch einen Mondkalb. Dann lassen wir den mal, damit wir noch Platz für Mondkälber haben. Revelio. Hier ist sogar auch eine Florflamme. Hallo, Dick. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Dick wartet auf ihre Rückkehr. Okay. Revelio. Haben wir erstmal noch eine Kiste, die wir mitnehmen. Ja, geheimnisvoller Umhang, was Besseres. Nice. So, und jetzt gehen wir auf die Karte und machen hier Warten. Oh, die muss man sogar dreimal. Jetzt ist alles gut. Revelio. Levioso. Wuff, na, keine Ahnung, wie meint, also ich kann mal, warte mal. Ich kann mal ins Menü gehen, dann wird er hier angezeigt. 32% bin ich gerade. Revelio. Jetzt will ich mal gucken. Habe ich eigentlich von jedem weiblich und männlich? Ich brauche noch ein weibliches Mondkalb. Auch noch weibliches Mondkalb. Hier. Nee, das ist auch wieder ein männliches. Hup. So. Haben wir noch ein weibliches. Das ist weiblich. Ich pass auf dich auf. Nein, gucken wir mal, ob wir wirklich ein weibliches haben. Ja. Können wir die auch einfangen? Das sind echte Tiere. Ah, nur magische Tierwesen sind zu retten, okay.
Es war schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Diek schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Diek wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Okay. Dann müssen wir jetzt einmal in den Raum der Wünsche zurück. Können wir auch direkt identifizieren. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. Ja, stimmt, Hawkey, finde ich auch. An was genau hatten Sie gedacht? Nanu? Nani? Sie haben's geschafft! Aber was ist es? Das weiß Diek nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Nani? Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Erstmal muss ich jetzt identifizieren. Jetzt muss ich noch irgendein Loot abholen. Geil, erhöht, das hat erhöhter Schaden durch alte Magiewurf drauf. Das ist geil. Ja, Wuffner, finde ich auch. Ist mega. Ups. Ich wollte fragen, wie man das... Nein, wollte ich nicht. Vielleicht... Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Oh, oh. Vielleicht ein anderes Mal. Oh oh, ich glaube, ich habe gerade mehrere Sachen gleichzeitig gestartet gehabt. Es sieht aus wie eine Heimat für ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Drücke H, um das Tierwesen-Handhabungsmenü zu öffnen. Wähle ein Tierwesen aus dem Inventar, um es hinzuzufügen. Nehmen wir mal ein weibliches Knuddelmuff. Hey, wieso kann ich jetzt nicht noch ein Knuddelmuff? Hä? Okay. Kommt mir vor wie bei Pokémans, ey. Ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Allerdings. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Diek auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja. Sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare.
Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Deke ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Okay. Aber erstmal füge ich jetzt hier noch ein paar Knuddelmuffs hinzu. Das war wieder zurück. Das glaubt Professor Haue nie. So. Jetzt muss ich jedes einzelne Vieh füttern und bürsten. Also kann ich jetzt bei manchen schon... Achso. Rebellion.